Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK beim Dino Survival Abenteuer mit eurem Cashew. Ich bin hier gerade am Wasserloch, am an der Flussmündung, am Seitenarm oder so, unterhalb unserer Base. Und ich habe jetzt gerade hier Wasser geholt und ein paar Dinos platt gemacht. Jetzt wollte ich mal gucken. Der Kano hat nämlich da drüben gerade gewildert. Und da dachte ich mir, Mensch, warum nicht? Warum schnappt ihr den jetzt nicht einfach mal? Muss ich bloß kurz gucken, ob hier irgendwo ein Vieh ist, was mich was mich töten könnte eventuell. Also ein Spinosaurus oder so, aber scheint nicht so. Er sieht uns gar nicht. Ah, jetzt. Bam, Alter. Hab ja gestern versucht, mit dem Now Gaming zusammen einen zu zähmen. Das wurde denn aber leider nichts. Was liegt hier denn? Rex? Was? Da hat ein T-Rex aufs Maul bekommen. Finden wir sogar noch ein paar Sachen. Ja, ich wollte bauen. Ich war auch heute schon im im Lager, also im Wald, hab Holz gemacht. Hier ist eine Kiste. So, ablesen. Zwei Kisten. Das ist wahrscheinlich irgendein Vorratslager von irgendjemandem. Gar keine schlechte Idee. Hatten wir ja gestern auch gemacht. Ups. Jetzt muss ich ja mal schauen, ob ich diesen Suppli da noch erwische. Boah. Boah. Scheiß Piranhas. Boah, übel. Übel hier. Geil wie Sau. Boah, das ist natürlich nicht so geil. Aber der nächste Patch ist schon unterwegs. Einige Performance Sachen wieder. Boah, da hinten ist ein T-Rex. Mal schnell reingucken hier. Dinosaurier Gate, das passt, ey. Passt sehr gut sogar. Ja, ich weiß nicht, ob ich einen T-Rex alleine schaffe. Deshalb werde ich mich mal hier ganz schnell wieder verpissen. Ich noch ein Kano. Ja, die Brontos räumen auf hier, anscheinend. Da liegt ein Ei. Und wenn ich hier ein Bronto angreifen würde, zum Beispiel, dann würden gleich alle auf mich kommen. Da hätte ich dann definitiv keine Chance. Boah. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, also Fleischmangel haben wir dann wirklich nicht. Und hier innerhalb der Gruppe kann ich mich eigentlich auch relativ sicher fühlen. Genau, so sicher, dass ich auch scheißen kann. So. Weil wie gesagt, wenn jetzt hier jemand ankommen würde, dann würde ich einen Brontosaurier oder so einen Stegosaurier angreifen. Und dann sollten rein theoretisch die mich nicht beschützen. Aber die würden dem Angreifer dann auch ein paar Dinger mitgeben. Von daher brauche ich hier keine Angst haben. Jetzt muss ich bloß Angst haben, dass ich da wieder rüberkomme. Am besten, ich laufe außen rum. Gehen wir mal Gas hier. Bin jetzt natürlich ein bisschen schwerer. Die Merkel, die muss jetzt ganz schön ackern. Lebt der da noch oder ist der tot? Cool, können wir ein bisschen... Vielleicht ein bisschen Chitin abstauben, ja genau. Das wäre ja auch noch so ein Teil, wo man zähmen könnte. Stimmt, interessant. Aber gut, man kann ja nicht... Lass mich mal weg, ey. Man kann ja dann auch nicht erstmal nicht alles gleichzeitig haben. Weil man ja auch noch andere Projekte am Laufen hat, andere Sachen...
dir mal eine mitgegeben. Da ist auch wieder ein Rudel. Ich denke mal, das wird sich bis ich jetzt wahrscheinlich hier den schnappen. Vertreiben wir den mal schnell. Ah, nee, hier. Schweinchen wollen sie haben. Aber auch das kann ich euch versauen. Juhu! Ja, ein bisschen gemein sein zu den hier Dilos. Und ja, die Palmen, sie tanzen wieder, die Bäume. Das ist so übel. Aber gut. Passiert dann mal hin und wieder. Ich will mal gucken, wo ich hier lang muss. Ich glaube hier. Dann. So, wir haben ja hier einiges getan. Ich habe das verbessert. So, die Tage, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Da müsste ich noch so eine Türen bauen. Damit ich diese Zinnen nachbilden kann, sage ich jetzt mal. So, und da hinten mache ich jetzt gleich weiter. Dann will ich euch auch mal mein neues Mitglied vorstellen. Wer es vielleicht noch nicht bei Facebook gesehen hat. Hier ist der Spike. Genau. Hier ist der Spike, den habe ich gestern noch gezähmt. Gestern Nacht oder heute früh. Ist ganz cool. Werde ich mich jetzt dann demnächst mal ein bisschen drum kümmern. Die Mia kennt er ja. Ich habe hier auch ein bisschen mehr ausgebaut. Ja, du kannst mal. Wird mal da bleiben. Ja, hier ist jetzt meine Küche. So, da kann ich mir auch eigentlich gleich mal hier ein bisschen Fleisch reinpacken. Aber das hat die Merkel alles. Deshalb Kommando zurück. Packe ich. Das ist da ganz gut aufgehoben. Hier ein paar Stauräume. Hier ist meine Werkstatt. Erstmal kommt noch mehr dazu. Oben kennt ihr ja alles. Habt ihr schon gesehen. Außen habe ich ein bisschen Farbe rangeklatscht. Aus. Und da soll eigentlich noch eine Wasserversorgung hin. Da muss ich aber erst den Wave fragen. Irgendwie scheint es. Ich weiß nicht, wie ich das Regen. Also, ich habe da so eine Tonne gebaut, wo ich das Regenwasser mit auffangen kann. Aber, er lässt sich. Die lässt sich nicht positionieren. Ja. Noch was zum Patch. Es kommt bald der 175er. Wenn ich, ja, 175er müsste es sein. Dann gibt es nochmal grafische Performance, also GPU-Performance Angelegenheiten. Dann gibt es auch Tore, also wir wissen auch nicht genau, ob wie das genau geregelt ist, ob da ein Dinosaurier-Tor ist, wo sich einfach alle Dinosaurier durchquetschen, also dieses Standard-Tor, so wie wir es da vorne haben. Weil zurzeit kommt ja das Krokodil vom Wehwolf, kommt ja nicht durch die Tür. So, da kommt es aber durch. Deshalb haben wir da so eine Lücke, mehr oder weniger gelassen, damit es da auch raus kann. Jetzt soll es dann wohl nach dem Patch die Möglichkeit geben, dass es ein größeres Tor gibt oder aber, dass die Dinos da einfach durchpassen. So, hier mal meine Fahne, die habe ich gestern nebenbei gemacht. Ich habe auch... Okay, Spino zu zähmen dauert länger als ein T-Rex. Der Now Gaming schreibt mir gerade. Ja, hier habe ich gestern den Stego gezähmt, habe nebenbei so ein bisschen mein Haus angemalt. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vielleicht sehen könnt. Die untersten beiden Stockwerke habe ich schwarz gemacht. Habe mir halt hier noch eine Fahne gecraftet und bemalt. Ja, das haben wir so gemacht. Habe ich so gemacht. Vorne habe ich halt auch schon fertig verbessert und ja. Bay hat sich dann auch eine Fahne gemacht. So, jetzt kann ich dann aber mal anfangen. Eigentlich. Und zwar. Habe ich das Touch vergessen. Aber egal, ich habe ja hier genug. Erstmal. Dinosaurier Gate packe ich mal weg. Das passt da noch rein. Ich habe hier nämlich, geh mal da rein. Ich habe hier nämlich 13, Foundations schon gebaut.
Dann hier gleich mal anzufangen, weil das ist ja unsere momentane Schmiede, unser momentaner Arbeitsplatz. Also dieses Teil habe ich, das habe ich mir auch alles schon gebaut, weil ich es einfach für mich haben will, als auch als Einrichtungsgegenstände. Ich weiß, klingt komisch, aber ich bin da so. Das Ding muss ich mir noch bauen. Momentan steht die noch hier und es soll auch so bleiben. Aber weil es ja hier ein bisschen schmucklos ausschaut und ich ja ein großer Stargate-Fan bin, werde ich jetzt hier mal versuchen, so ein Gebäude nachzubauen, in etwa wie ich es mal gekannt, wie ich es mal gesehen habe. Wer sich Star, also ich rede jetzt hier von Stargate Atlantis, wer sich da ein bisschen auskennt, das war auf dem Planeten, der später vom Vulkan verschüttet wurde oder ausgelöscht wurde. Und da gab es ein Schiff der Antiqua, und zwar eins der Aurora-Klasse. Ja. So viel dazu. Und da gab es halt so ein Gebäude und das versuche ich jetzt mal hier so ein bisschen nachzubauen. Jetzt muss ich bloß gucken, 5 ist da. So, jetzt muss ich mal gucken, wie groß kann ich denn das machen? Ich muss jetzt nochmal dann auch mit den anderen reden. Aber ich denke mal. Vielleicht sollte ich hier am links anfangen. Das ist ein bisschen blöd hier mit der Perspektive, das sage ich aber auch. Ist echt ätzend. Muss ich mal gerade gucken, habe ich da eine Wand bei? Glaube nicht. Kann ich hier irgendwie eine schnelle Wand zimmern? Gut. Gut und Fieber. Ja, das habe ich. Wir müssen mal gucken, ob die jetzt da gut steht. Das hier, da muss ich mal mit den Beinen reden. War ja unsere erste Base. Hier. Also unsere Anlaufstelle. Der Weg kommt gerade auch. Das war ja unsere Anlaufstelle. Und jetzt muss ich mal. Also, ich muss mal mit den anderen beiden reden. Jetzt habe ich kein Fieber hier, oder was? Ich hasse das. Ja, vielleicht. Leon noch überladen. Vielleicht. Wollen wir das stehen lassen als so eine Art, als so eine Art Denkmal? Ich weiß es aber nicht. So, wenn man die Anfänge sieht, weil wir sind ja hier noch lange nicht fertig. Also, ich habe jetzt noch die Idee, das dauert jetzt auch noch mal ein paar Tage, glaube ich. Je nachdem, wie viel Mühe ich mir gebe. Hier muss auch noch einiges gemacht werden. Ich mag diesen, diesen Strohlook, aber auch ich möchte zumindest mal außenrum als Ring Holz haben. So, wo habe ich jetzt das Fieber? Ich glaube hier hinten. Ja, und ich möchte halt zumindest. Bin noch da. Was hat er denn? Ich möchte zumindest den äußeren Rand ja so gestalten. Ja. Gut. Ich will bloß eine Wand haben. So. Kann ich mich noch bewegen? Ja. Und dann kann ich den Rest auch so mitschleppen. Jetzt muss ich mal kurz den Weg schreiben, damit ich hier auf dem Dings bin, ey. Ja, die Kollegen. Fakt hier zu. Man weiß ja nie, wer hier rumspringt. Jetzt ist natürlich wieder heiß. Es gibt hier übrigens. Okay, da macht der Server wahrscheinlich gerade Update. So, wir schwitzen, uns ist heiß, wir trinken erstmal was.
Jetzt habe ich genau den Fehler gemacht, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und zwar wollte ich erst diesen Ledersack trinken. Weil der nämlich, von alleine leer tröpfelt. Habe ich jetzt verkackt. Egal. So, wählen wir uns mal diese Tetschwand aus. Ja, passt, ey. Perfekt. Cool. Finde ich gut. Brauche ich jetzt auch gar nicht aufstellen. Kleiner Tipp vielleicht von mir schon noch. Also wie gesagt, ich habe es ja schon mehrmals gesagt. Ich baue halt im Wald vor, ja. Und ich mache es halt auch so, wenn ihr zum Beispiel da unten die Wand habt, dann kann man hier, ich weiß nicht, ob es jetzt noch geht. Ja, Moment. Zum Beispiel, gehen wir mal hier auf Craften. Nehmen wir jetzt einfach mal hier diesen Catwalk, ja. So, die kann ich ja bauen. Wenn ihr dann im Wald seid und sag mal, ihr wollt jetzt, ja, ich brauche 15 so Catwalks. Mann, hör auf zu stöhnen, ey. Er stöhnt, weil es ist jetzt Mittagshitze. Die Grafik lässt auch schon wieder zu wünschen übrig. Das ist aber wegen dieser Hitze. Das ist ein ganz komischer Effekt, ey. Keine Ahnung, warum das so ist. Also bei mir ist es so. Wenn ich jetzt auf 0 drücke, dann zeigt er mir an, was ich dafür brauche. Und angenommen, ich hätte jetzt die Materialien nicht, dann wäre das rot. Und so kann man halt easy going, hey, jetzt hätte es doch schon langsam mal rot werden müssen, was ist denn da los? Ah, shit, mir fehlt noch Fieber. Okay, gehe ich mal Fieber sammeln, ja. Also ist so eine kleine Sache, so wie ich das immer mache. Ihr müsst dann aber darauf achten, dass das hier Crafting Element ist. Das müsst ihr dann wieder rausziehen, ansonsten denkt ihr, ah, ich habe noch eine Wand, drückt darauf und dann baut der wieder eine, ja. Muss man halt dran denken, ja. So, nichtsdestotrotz ballern wir jetzt hier erstmal eine Foundation rum. 5. Weil ich hier reingehen kann. Ja, und der stöhnt. Normalerweise sollte ich jetzt in, mir ein schattiges Plätzchen suchen. Ja, ich denke mal, etwa das ist so. Kommt. Ja, das ist ja denn schon ein Ding. Wenn ihr wüsstet, was ich im Kopf habe, dann ja. Wie gesagt, ich will nicht zu viel verraten. Der es kennt, der die Story kennt, der weiß Bescheid, ja. Dann eh aufpassen. Da könnte ich eigentlich gleich mal das andere Teil holen, was ich ja zum Glück aus diesem Suppli-Ding dadurch rausgeholt habe. Ja, er stöhnt sie jetzt hier ab, weil ihm heiß ist. Ja. Ist ein bisschen blöd. Ja, er verliert halt Wasser. So, mehr oder weniger. Soll mich jetzt aber eigentlich nicht stören. Das Stöhne geht halt einem tierisch auf den Sack, ey. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, weil das sieht man nämlich nicht immer. Muss ich mal nochmal weg? Machen. Ja, sorry fürs Gestöhne, das hört sich echt pervers an. Das hört sich echt pervers an. Kann ich das eigentlich auch da oben aufbauen? Ich wollte es eigentlich nur antippen. Aber das scheint ja mindestens halbwegs in Ordnung zu sein. Kann man ja da hinten noch ummodeln. Jetzt muss ich mal gucken, wie das hier weitergeht mit der anderen Foundation.
So, dann nochmal hier zur Probewand. Nochmal kurz gucken. Passt. Passt. Vorsitz. Perfekt. So, dann kann ich hier noch drei Foundations. War auf der 5. Hier habe ich da drüben. Habe ich 1. 2, 4, 5, oder? 1, 2, 4, 5. Machen wir hier 1, 2, 3, 4. Und die fünfte habe ich dann nicht mehr. Egal. Das reiße ich hier ab. Nichts damit, Museum. Ist mir jetzt wurscht hier. Brauche Material. Vor allem brauche ich hier Platz dann. Aber es war cool. Also, hat uns treue Dienste geleistet. Von daher, ja. Goodbye. Ruhe und Frieden. So, ich glaube, der Waywolf kommt dann nicht auf den Server. Man bekommt übrigens, wenn man das abreißt, immer ein wenig, das muss ich jetzt noch stehen lassen. Man bekommt halt auch immer ein wenig Material wieder. Nicht das, was man mal ausgegeben hat dafür. Aber so in etwa. So, eine habe ich gesagt, fehlt mir noch. Eine Foundation. Dann gucken wir mal, ob wir die bauen können. Ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Könnte sogar noch eine bauen. Und er versucht es immer weiter. So, jetzt habe ich natürlich wieder 2 auf 5. Da. So, jetzt habe ich hier. Oder? 1, 2, 3, 4. Passt. Also soweit steht es schon mal. Der kommt hier natürlich noch bis zum Rand. Ich hoffe, das passt hier dann auch zum Schluss. Und dann, ja, das Übliche. Aber ich versuch's diesmal mal ein bisschen anders. Also, jetzt nicht unbedingt das Übliche, aber, naja, lasst euch einfach überraschen. Ich weiß nicht, inwiefern ihr da jeden Tag einen Fortschritt seht. Ich werde mich da auf jeden Fall ranmachen jetzt. Hier sind wir zu schwer. Ja, ist mal eine kürzere Folge. Die Merkel steigt dann gleich auf. Genau, scheiß nochmal zum Abschluss. Ich baue hier ein mehr oder weniger Verwaltungsraum, Zimmer, Halle, soll es mal werden. Ein Riesending als zentraler Mittelpunkt vom Dorf. Leute, und noch eine Sache. Wir spielen ja hier momentan auf dem PvE-Server. Das heißt, angreifen ist nicht erstmal. Aber das ändert sich noch. Und ist im Prinzip die Ruhe vom Sturm. Man kann sich vorbereiten und alles. Und ja, wenn ihr noch Bock habt, wenn ihr sogar vielleicht Bock habt, bei uns mit ins Swipe einzusteigen, dann sagt es, meldet euch mal bei mir oder beim Way oder beim Now Gaming. Da kann man da über alles reden. Dann schauen wir mal, wie wir das vielleicht auf die Reihe kriegen. Da muss natürlich auch ein bisschen Vertrauen da sein. Sympathie, klar, Voraussetzung. Aber wir können über alles reden. Und wenn jemand Bock hat, mit uns zusammen zu spielen, dann, und das altersmäßig auch passt, dann meldet euch einfach bei mir oder bei einem der anderen Kollegen und dann sehen wir uns vielleicht bald hier zusammen bei einigen Hütten bauen. Also hier ist noch Platz, wo ich jetzt stehe. Es ist noch ein wenig Platz, da ist noch Platz für eine kleine Hütte, was auch immer, ja. Meldet euch und dann schauen wir.
Ich sag ciao, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt. Ist nicht so wichtig. Kommentiert, ob es euch gefallen hat, gebt mir Feedback. Die Palmen wedeln schon wieder zum Abschluss. Ich sag auch ciao, bis zum nächsten Mal, euer Cashew.